Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist die letzte Möglichkeit, eine Rorate-Messe zu feiern. Das heißt, eine Marienmesse im Advent. So nennt man die Rorate-Messen. Ab jetzt, also ab morgen eigentlich, dominieren die Antiphonen, sind besondere Antiphonen, diese Tage vor Weihnachten, die sogenannten O-Antiphonen. Bei jeder Antiphon, bei jedem Kehrvers ist zuerst das O da. O Emanuel zum Beispiel, O Schlüssel David und so weiter. Und da ist jedem Tag so eine Antiphon zugeordnet. Es geht also schon ganz nahe an Weihnachten heran, um das Fest der Geburt des Herrn. Die Bereitschaft, ihn aufzunehmen, muss auch bei uns immer größer werden. Denn so soll es sein, dass wir auch Christus immer näher kommen und dass er uns immer näher kommen kann. Wir feiern nicht Weihnachten. Wir feiern die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes. Das ist es, was wir feiern. Und auf das gehen wir zu, auch in der Vorbereitung. Herr Jesus Christus, es ist etwas unwahrscheinlich Großes, dass du als Mensch in die Welt gekommen bist, vom Vater gesandt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Es ist etwas Großes, dass du Mensch geworden bist aus Maria der Jungfrau. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, es ist etwas Großes, dass du als Kind ärmlich in einer Krippe gelegen hast nach deiner Geburt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Gott, du Erlöser der Menschen, durch die selige Jungfrau Maria, die Lade des neuen Bundes, hast du Heil und Freude in das Haus der Elisabeth gebracht. Lass uns der Anregung deines Geistes folgen, damit wir unseren Brüdern und Schwestern Christus bringen und dich durch unseren Lobpreis und ein heiliges Leben verherrlichen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Ich bin der Herr und sonst niemand. Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel. Ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Taut ihr Himmel von oben, ihr Wolken, lasst der Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor. Sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr,
will es vollbringen. So spricht der Herr, der den Himmel erschuf. Er ist der Gott, der die Erde geformt und gemacht hat. Er ist es, der sie erhält. Er hat sie nicht als Wüste geschaffen, er hat sie zum Wohnen gemacht. Ich bin der Herr und sonst niemand. Es gibt keinen Gott außer mir. Außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott. Wendet euch mir zu und lasst euch erretten, ihr Menschen aus den fernsten Ländern der Erde. Denn ich bin Gott und sonst niemand. Ich habe bei mir selbst geschworen und mein Mund hat die Wahrheit gesprochen. Es ist ein unwiderrufliches Wort. Von mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bei mir schwören. Nur beim Herrn sagt man von mir, es gibt Rettung und Schutz. Beschämt kommen alle zu ihm, die sich ihm widersetzen. Alle Nachkommen Israels bekommen ihr Recht und erlangen Ruhm durch den Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Jerusalem, du Botin der Freude, erhebe laut deine Stimme, seht Gott, der Herr, kommt mit Macht. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit rief Johannes der Täufer zwei von seinen Jüngern zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Als die beiden Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und er lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete beiden, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt, sagt Jesus.
Man hat Anstoß genommen an ihm, sonst hätte man ihn nicht verurteilt und gekreuzigt. Und auch zu unserer Zeit nimmt man Anstoß an ihm. Zu allen Zeiten hat es solche Menschen gegeben, die sich stoßen an ihm, an einem Menschen, der sagt, er sei Gott, was sie ihm nicht abnehmen, so wie sie damals ihm nicht abgenommen haben, dass er der Sohn Gottes ist. Wir sollten es ihm abnehmen und nicht Anstoß nehmen an ihm. Wenn wir auch viele Fragen haben, die nicht gelöst sind, wenn wir auch oft denken, was soll denn das bedeuten? Wenn Menschen fragen, warum passiert mir das? Was habe ich denn angestellt, dass Gott mir das zustößen lässt? Eigentlich sollten wir so nicht fragen. Wir sollten vielmehr immer wieder sagen, Gott weiß es besser. Und wir sollten ernst nehmen, was wir täglich beten im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Es ist der heilige Wille Gottes, den wir annehmen sollen, so wie Maria ihn angenommen hat. Maria, die reine Jungfrau, die sich als Magd Gottes gewusst hat und auch bezeugt hat. Maria, die ganz reine, die unbefleckte. Maria, die Mutter Gottes. Wir dürfen sie so sagen, so nennen, auch wenn es falsch verstanden werden könnte, als ob sie sozusagen noch über Gott steht. Denn wenn sie die Mutter Gottes ist, dann müsste sie ja auch, so meinen manche, dann müsste sie ja auch höher stehen als ihr Sohn. Aber so ist es nicht, sondern sie hat den Gottmenschen geboren, der ganz Mensch war, aber auch ganz Gott. Das ist das große Geheimnis der Person Jesu. Ganz Mensch. Mit allem Drum und Dran, außer der Sünde. Bis hin zum Sterben. Ganz Mensch. Aber auch ganz Gott. Gott, der Wunder wirkt, von dem wir heute wieder gehört haben. Blinde können wieder sehen durch ihn, Lahme können auf einmal gehen durch ihn und viele andere Wunder, die er gewirkt hat. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. In diesem Gott-Menschen liegt unser Heil. In diesem Gottmenschen können wir, die wir Menschen sind, göttlich werden, durch ihn vergöttlicht. Denn schon in der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Das heißt, Gott ist in uns. Und wir stammen sozusagen von ihm. Auch in uns ist der Gott-Mensch Jesus Christus gegenwärtig. Das ist ein so großes Geheimnis, das wir immer wieder feiern und vor dem wir immer wieder staunen dürfen und müssen bei jeder heiligen Messe, wenn wir die Kommunion auf die Hand oder in den Mund
bekommen. Es ist der Gottmensch, den wir zu uns nehmen können. Es ist der Gottmensch, der in die Welt gekommen ist und immer wieder neu kommt, immer wieder in unser Herz kommen will. Und gerade jetzt zu Weihnachten, er möge doch wieder in uns Gestalt annehmen, mehr und mehr Gestalt annehmen, auch wenn unsere Seele oft so ähnlich wie der Stall von Bethlehem ist, wo es nicht so sauber ist. Trotzdem möchte er kommen. Und er ist auch der Saubermacher. Er ist der, in dessen Namen der Martin im Beichtstuhl sagen kann: Ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist der, der uns frei machen kann. Er ist der, der uns so unendlich liebt, dass er so tief hinabgestiegen ist in die Tiefe des Menschseins. Feiern wir das zu Weihnachten wieder. Lassen wir es an uns herankommen, dieses unwahrscheinlich große Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und vergessen wir Weihnachten, dieses Wort, das so missbraucht wird. Vergessen wir den ganzen Zauber von Weihnachten. Zauber ist nicht Wahrheit. Die Wahrheit ist die Menschwerdung Gottes. Und die dürfen wir feiern. Auf die dürfen wir uns jetzt in den letzten Tagen davor ganz besonders vorbereiten und uns in Freude darauf einstellen. Amen. Wir rufen zu Gott, der seine heilende Kraft auch in unseren Tagen wirken lässt. Wir beten für alle in unserer Gesellschaft, die getauft sind. Stärke ihr Vertrauen auf dich und lasse dich mehr und mehr in deinen Werken erkennen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für Papst Franziskus, den Bischof von Rom, und für alle Bischöfe. Erfülle und leite ihr Reden und Handeln durch deinen Geist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für die Missionare und alle, die ihren Glauben im Alltag bezeugen. Gib ihnen das rechte Wort zur rechten Zeit und festige sie in der Liebe zu dir und ihren Mitmenschen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für alle, die es schwer haben im Leben, für diejenigen, die nicht glauben können oder nicht wollen, und für alle, die nicht mehr beten können. Erleuchte ihre Herzen durch das Licht deiner Wahrheit und Liebe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für die Heimatlosen und Verunsicherten, für die Kranken und Sterbenden. Steh ihnen mit deiner liebenden Macht zur Seite. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch die Anliegen der Heiligen Messe in den Fürbitten mit hineinnehmen. Familie Rab Johann für verstorbenen Sohn Kurt und ganze Verwandtschaft, die Verstorbene, und Familie Erich Wiesinger für beiderseits verstorbene Eltern und Geschwister. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du wirst kommen und das Werk der Versöhnung vollenden. Dann wird Friede sein in Ewigkeit. Amen.
Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, dein Heiliger Geist hat die selige Jungfrau Maria zu einer neuen Schöpfung gemacht, damit sie vom himmlischen Taub benetzt als Frucht Jesus Christus, deinen Sohn, den Heilbringer, gebäre. Dein Geist heilige auch diese Gaben, die wir darbringen, damit wir durch, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch die prophetischen Worte, die Elisabeth, erfüllt vom Heiligen Geist, gesprochen hat, offenbarst du uns die hohe Würde der seligen Jungfrau Maria. In ihrem Liebesdienst erkennt die Mutter den Vorläufer, die Mutter des Vorläufers, die Mutter des Herrn und preist sie selig, weil sie geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So dürfen wir bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche das göttliche Sakrament geschenkt und sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sende sie als Freudenboten der Erlösung zu allen Völkern, damit alle Menschen Christus als ihren Heiland erkennen, ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Immer näher dem Weihnachtsfest zu, immer näher jenem Akt der großen Liebe Gottes entgegen, die uns gerade zu Weihnachten wieder entgegenkommt. So geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.